Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown bei uns hier auf dem Kanal. Sofort Von gleich. gleich. Wir haben jetzt hier wieder ein Shop-Video, Daily Shop-Video am Start, Combo Mastery und so weiter. Ja, aktuell hier der Hank Hill als Angebot da. Scientific Flag Box habe ich schon präsentiert. Die Karate Stewie Box ist jetzt neu, seit gestern mit hinzugekommen. Gestern übersehen. So, da hätten wir zum einen den Karate Stewie vorne, der relativ cool ist. Caboera Regional Capoeira R, Reginald. Ja, the Moment. YMCA, Diamond Crusher. So, Capoeira Reginald. Ziemlich nice. Die Kombos müsstet ihr ja kennen. Also, ich gehe nochmal ganz kurz rein, dass man so wenigstens ein bisschen sehen kann. So, komm schon, Baby. Komm, zeig mir die Kombos. Komm, Baby, zeig mir deine Kombos. Zeig mir deine Kombos. Auf, komm, Baby, 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 Bitch. Baby. So, Chicken Fight natürlich mega geil. Class Banker. Was ist das hier alles? Christmas Punch-Out, jawohl. Also sind. Ah, Jealous Bobby. Es sind schon Action, Delivery, Force Lila. Schon ziemlich nice Kombos mit dabei. Also da ist der Karate-Stewie dann auch. Ja. Also, das Ding ist auf jeden Fall cool und der ein oder andere wird ihn wahrscheinlich dann auch schon haben. Dann haben wir Arlen YMCA, Diamond Crusher, das sind eben die Kombos, beziehungsweise Kombokarten, die wahrscheinlich der ein oder andere von euch schon bei sich im Deck haben könnte oder vielleicht sogar schon gefused hat, wer weiß. Also lohnt sich auf jeden Fall. Philip J. Fry, saugeil. Philip J. Cry? Mac Griffin, boah. Wer will denn, oh mein Gott, Max in Charge, Claw, Plash, Fry, So, Dojo, ja. Biden, Selbstverteidigung für Jetzt, Frauen, Leuchtpistole, oh mein ja. Gott, das ist nur Schrott. Da hinten ist nur Schrott. Also, was mich von der Box so ein bisschen abhalten würde, das wäre die Mac. Ansonsten ist eigentlich alles ziemlich cool. Der Fry macht das Ganze auch schon wieder wett. So, dann gehen wir mal hier weiter. Dann haben wir Edelsteine, Gegenstände. Und dann haben wir die Mastery hier hinten. Mastery. Fangen wir an mit der Mastery von heute. Let's go. Und da haben wir den Booty Shaking Drunk. Mit dem Stewie. Also 500 Gems dafür lohnt sich nicht wirklich, wenn man da ganz kurz durchscrollt. Also was Besonderes ist es nicht. Also deswegen würde ich keine 500 Gems ausgeben, sondern gehen wir weiter in den Gitter. Air Gitter Stan ist der nächste. Kannst du das ein bisschen mal nach rechts ziehen, irgendwie, dass es ein bisschen mittiger ist? Das da? Ja, ein bisschen. Na, nein. Ich meine das. Hallo. Den, So. genau, der, oh, guck mal, das ist was, ja, ich schon da in diesen blauen Bereich rein, in den blauen Bereich rein, da, guck mal, ja, ist doch cool, so, zieht das wieder nach links, Ja, dann ist es mittig. Das ist ja ist doch wirklich nicht mittig. mittig, Doch, wenn ich muss mehr nach rechts, mehr mittig als vorher. so, noch mehr nach rechts, so, guck mal, jetzt schließt es doch ab, rechts und links, so, also, der Air Guitar Stan, ja, auch das Ding ist jetzt nicht wirklich, Da ja, wird mein Mythic doch wieder zu epic. ja, lohnt sich auch nicht wirklich. Also auch Was? dafür. Oh nein, die Holophon-Hits. Hilfe. Ja, die gab es auch mal. Lohnt sich nicht. Keine 500 Gems für ausgeben. Nein. So, dann gehen wir weiter in die nächsten rein. So, das ist hier Action Delivery Force Zoidberg. So, jetzt möchte ich mir das mal angucken. Was hat er denn für Werte? Weil ich habe keinen Zoidberg. Also keinen Mythic Zoidberg. Das ist zu schnell. Nochmal Stopp irgendwo bei einem Mythic Zoidberg mit einer legendären. Was haben wir denn da? Okay. Oh, die Bombe ist schon nicht schlecht. Viele Leben, 20 Angriff, Hijack, beziehungsweise Bodyguard-Funktion. Ja. Ja, ist für diejenigen, die den Zoidberg haben, aktuell mit Sicherheit nicht schlecht. Ja. Gut. So, dann gehen wir weiter rein hier in die Mummy-Mumie. Oder Mommy-Mummy. Ja, also ich spiele ja wirklich gerne Tina, muss ich echt sagen. Aber die Mommy-Mummy oder Mummy-Mumie ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Combo irgendwann mal gespielt habe. Ich Also, schon. ich wüsste nicht, wann ich die mal gespielt haben soll, weil die Combo ist wirklich Schrott. Also, wenn ich die mal gespielt habe, dann wahrscheinlich echt nur, um die Tina noch zu retten, um der noch mal ein paar Leben zu geben oder so. Ansonsten macht das überhaupt keinen Richtig. Sinn. Eben.
Ja, aber deswegen kaufe ich mir keine Combo Ja, das ist ja Mastery. normal. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also das Ding lohnt sich nicht wirklich. Ja, für Anfänger vielleicht. Auch da nicht. Nein, nein. Da gibt es andere Kombos. So, jo. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rowdown. Mit mir dem Herrn gleich und dem Herrn sofort neben dran. Ist auch noch